So, weiter geht's heute mit FIFA. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen besser reinkommen jetzt endlich mal. Wir sind noch sieglos und wir spielen als nächstes Gegner, als nächstes gegen den Halleschen FC. Ja. Wir müssen gewinnen. Und alles andere ist jetzt einfach schwierig. Wir sind noch sieglos, müssen es jetzt irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn drei Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Und man spürt in der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Ich glaube, das wird eine hochinteressante Partie, Wolf. Es geht zwar eigentlich um nichts, aber die Mannschaften sehen das wohl anders. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich. Das ist geil mit Wolf in der Wolverkelone. Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Naja, mal gucken, ob wir es heute kriegen. Bei den Villains soll diese Aufstellung heute den Erfolg bringen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Ja, es hat natürlich jetzt geknallt. Schmidt ist raus. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, ich guck mal gerade, dass ich nochmal die Dings ändere. Mir ist das alles so offen da hinten drin. Na dann, auf geht's, gehen wir ins Match. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Eine Spitze vorne rein und gib ihm. Wir müssen gucken, dass wir da hinwegkommen. Er spielt in der Lage mit 2 zu 4, das ist eine Saisonniederlage. Es wird nicht einfach werden. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Nicht gut vom Torwart. Oh, war das schlecht gespielt. Ist unterwegs. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen geht. Sie holen sich den Ball. Na, ah, wieder den Vorwärts. Den Vorstoß verpasst. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Sie haben den Ball. Ja! Mal ein bisschen was durchgebracht jetzt. Sie will uns in der Vorwärtsbewegung. Sagst du, bist kein Elfmeter. Herzog. Kann er was draus machen? Jetzt suchen Sie die Lücke. Sie können den Pass unterbinden. Ah, bist du blöd gelaufen. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Aaron Gunnarsson. Nee. Und damit sind sie am Ball. Wieder so ein scheiß Fehlpass. Sie suchen die Lücke.
Jetzt vielleicht die Flanke. Da könnte ich klären. Hacini. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Jetzt die Möglichkeit. Hacini. Endlich die erste Führung. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Noch keine Tollen, ne? Nein, die Tollen haben wir gar nicht. Eine davon, glaube ich, immer. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen den Konter perfekt auf und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Auf jeden Fall das Tor. Das erste Führungstor in unserer noch jungen Vereinskarriere. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ah, der kommt nicht durch, der Ball. Da kommt die Flanke. Schöner Kopf. Schöner Ball, schön da reingeklärt. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Schumacher. Nee. Ah, diesen Pass, weg ist der Ball. Sieht vielversprechend aus. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Oh ja, eigentlich war es sowas von... Das könnte jetzt eine Chance geben. Schönes Zuspiel. 2-0. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses. Ja, und dann hat man, haben die Hallischer, Hallenser, so ist es richtig, mal den Ball verloren in der Vorwärtsbewegung. Plötzlich geht man der Konter durch und man hat wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Der Mann, der Fair so richtig auf die Mütze gekriegt hat, geht jetzt wieder weiter. Also man führt zumindest mal 2-1. Scheint wahrscheinlich dieses 4-2-3-1, das neue System, ein bisschen zu fruchten. Man stellt ein bisschen diese individuellen Fehler da hinten in der Defensive ab. Die hat man ja in Fair halt zuhauf gemacht, da hat man ja drei Stück direkt hintereinander kassiert. Jetzt der Steilpass. Aber dann sind sie doch zu ungenau. Ja, das war ein bisschen zu optimistisch. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Sie geben noch nicht auf. Das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Schumacher. Na, ja, der war gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Chance über außen. Badji. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Aber ja, gut, keine Mister. Schumacher. Ja, geht der durch, geht der durch, geht der durch. Ne, toll, pass auf. Und hält den Ball. Schwarz. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Super durchgesetzt. Jetzt die Chance. Kein Tor. Da leider nein. Ja, ein bisschen. Da hat er Badji. Den Torhüter vor sich. Aber der kommt überhaupt nicht vorbei, ein Pfeffer. Gefahr erstmal bereinigt. Und dann ist Pause. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Ja, ich fürchte, dass unser System ein bisschen gegriffen hat jetzt gerade und dass auch diese Wechsel hinten ein bisschen was dazu getan haben. Also, weiter geht's auf jeden Fall mit Halbzeit Nummer 2 jetzt. Und damit hinein in die zweite Spielhälfte. Die Villains sind in Führung. Noch. Hoffentlich bleibt das auch so. Herzog gegen Meier gegen Herzog in 2. Ecke. Und es geht mit Abstoß. Abstoß?
War für mich eine Hecke, aber gut. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Herzog bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Gut aufgepasst da. Vorne jetzt die Balleroberung. Kann er was draus machen? Macht er ihn. Den blockt er wieder super. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel. Moment. Meier. Und der Keeper hält die Hallenser noch komplett im Spiel. Jetzt wird er. Es gibt den Elfmeter für den BVB Flinkhorsten hier. Jetzt haben wir die Riesenchance hier. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Yes! 3-0. Verwandelter Elber. Definitiv. Da hat er sich überhaupt nicht verrückt machen lassen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. Ich glaube, Schalke habe ich damals auch, glaube ich, im ersten Spiel damals verloren gegen Köln mit 1-2 zu Hause. Und dann sind wir dann relativ souverän aufgestiegen. Mal gucken, wie es mit dieser Mittelmannschaft wird. Beim Ballbesitz liegen die Vorteile auf Seiten der Villains. Schumacher. Sehr zielstrebig. Gegen Samson. Zum Kotzen, das wäre fast die Entscheidung. Was für eine Aktion, Wolf. Alu-Treffer. Da standen sie mächtig unter Druck und hatten eine Menge Glück. Nicht ungefährlich, Steilpass. Gut in den Lauf gespielt. Das war die Chance. Ja, das 4-0 muss eigentlich fallen. Das muss er cleverer lösen, das kann er viel besser. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Void. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Wird Einwurf geben. Ein guter Doppelpass. Tich Rivero. Void. Gute Balleroberung hier. Jetzt vielleicht. Bam! 4-0. Sehr gut platziert in die Ecke. Endlich scheint die Maschinerie ein bisschen zu laufen. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und nimmt den Treffer natürlich nicht nehmen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Schwarz. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Den können wir jetzt machen. Und sogar das fünfte wäre drin jetzt gewesen. Also jetzt wird es langsam ziemlich peinlich für die Hallenser. Ja, neues System, ein bisschen umstellen, stellt, passt. Aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Kein Problem. Ah, der Keeper-System. Schimmer ist ja mal raus, Fischer neu drin. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen.
Klasse Technik. Gib ihm. Schwarz. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da ist die Flanke ins Zentrum. Das muss leider ein Tor sein, weil den hätte eigentlich nicht reinpassen dürfen, sondern der hätte nur einnicken müssen, dann wäre es nämlich das Fünfte gewesen. Also, Halle darf sich jetzt gerade nicht beschweren, wenn sie jetzt gleich das Fünfte noch schlucken. Aaron Gunnarsson. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Ja, ah, ich glaube, ich kann ihn locker da durchmarschieren. Also wird er da durchspielen. Da wäre Platz auf außen. Aua. Herzog. Da ist die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Hacini. Fischer. Ballverlust Willens. Na, ein blöder Ballverlust. Aber der tut nicht weh, weil das Spiel ist klar entschieden. Wir haben unseren ersten Saisonsieg. Gefährlich! Gute Grätsche, Sie haben den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Dann war's das. 4-0, der erste Saisonsieg. Ist gefallen, Fehlschuss ein bisschen verhindert. Wir sind wieder dabei. Fatih Hacini mit seinen 4 Toren. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Mit diesen vielen Treffern hat er seine überragende Form der letzten Zeit bestätigt. An diesem Sieg war er logischerweise maßgeblich beteiligt. So, 18, 28, 55 und 70. Lupenreiner war es nicht, aber das ist mir egal. Hauptsache, wir haben unsere Aufgabe gelöst. So, ich gehe jetzt mal nicht ins Interview, weil das gerade eben schon in der Folge ein bisschen wehgetan hat im Kopf. So. Dann stelle ich jetzt auch die Truppe um, dass wir dann weitermachen können. Gerade die Stadt, die Aufstellung zumindest. So, scheinbar funktioniert. Hat das jetzt gerade ein bisschen gefruchtet im letzten Spiel. Das bin ich jetzt ziemlich froh drüber. Und ich schule den schon mal als Zehner noch rum. Das, was er ja eigentlich auch ist. Also, deswegen, warte mal gerade kurz. Den Schumacher hier. Entwicklungsplan, da ist es. Ich will ihn als ZOM haben. Da soll er nämlich lernen. So, damit ist der Vertrag verlängert. Und schauen wir. Ich guck gerade, ob die Verträge, wie viele Verträge noch auslernen. Laufen. Jetzt auch schnell fertig. Könnt ihr überspringen. Die Freigabe ist immer, können wir übergehen.
Warum steht der immer für... Ach, geh mir nicht auf den Sack. So. Super, dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 22 und dann geht's weiter mit unserer Saison.